Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Guild Wars 2. Im letzten Part waren wir hier unterwegs an diesem Wasserversorgungszentrum und haben angefangen, Wassertestkits zu ernten und abzugeben. Und da machen wir an dieser Stelle jetzt erstmal munter und fleißig weiter. Grüße gehen erstmal raus an dieser Stelle an Kay. Alter Focko, nochmal vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare. Kay hat so ziemlich alle meine Fragen beantwortet, die ich in den letzten Folgen hatte. Und ich denke, mit diesem Wissen können wir auf jeden Fall loslegen. Ich gehe das so nach und nach gleich alles durch. Wir machen jetzt aber erstmal ganz entspannt hier noch diese Herzchenaufgabe fertig. Ja, ich hatte zum Beispiel ja auch über den Unterwasserkampf geredet. Und tatsächlich scheint der wohl doch etwas zu kurz zu kommen, als wenn es nach Kay geht. Die meisten Guild Wars Spieler scheinen ihn auch wohl nicht so zu mögen. Also ich bin halt, wie gesagt, nicht so drin im Game. Ich weiß nicht, wie da so die Community-Sicht ist, aber die meisten scheinen es tatsächlich gar nicht so zu feiern. Und mögen den Luftkampf deutlich lieber, den ich, glaube ich, noch nie gemacht habe. Also wir haben früher mal fliegen gekonnt. In einem der älteren Let's Plays, die ich gemacht habe. Aber ich kann mich nicht an Luftkampf erinnern. Ich glaube, das gab es damals noch nicht. Wir haben nämlich aufgehört, als fliegende Mounts gerade, glaube ich, frisch reingekommen sind, oder? Oh nee, das war der Gleiter. Das war der Gleiter. Ich glaube, ich hatte noch nie ein fliegendes Mount, oder doch? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ist zu lange her. Aber ja, wir machen hier munter weiter. Ihr hört es, meine Stimme ist... Ich hatte einen kleinen Rückfall. Sie ist noch nicht wieder ganz wiederhergestellt. Aber komm, das ist ja auch inzwischen, gehört das ja dazu, dass der Fuchs einfach von Woche zu Woche ein bisschen anders klingt. Das ist ja auch für euch spannend und aufregend, nicht wahr? Und deswegen ziehen wir es einfach durch. Ich gebe mal eben noch die Testkits ab. Das könnte reichen, um hier die Quest abzuschließen. Ich habe ja noch ein paar Wassertestkits. Ne, reicht noch nicht. Alles klar. Machen wir weiter. Ja, dann hatte ich auf jeden Fall über diesen Kompass hier geredet. Und zwar, ihr seht es ja, jetzt ist ja mein Level soweit erreicht, dass die nächste Geschichte wieder loslegen kann. Meine nächste private Storyline. Und dann priorisiert er das auch und zeigt da jetzt erstmal den Weg zu an. Und ich meinte, das kann man nicht ändern. Das stimmt gar nicht. Das kann man ändern. Man kann in die Einstellungen gehen und den Kompass konfigurieren. Ich werde mir nach dieser Aufnahmesession auch mal die Zeit nehmen, die Einstellung mal durchzugehen. Wäre vielleicht clever gewesen, das vorher zu machen, aber hey, zu clever soll der Fuchs ja auch nicht werden, ne? Dann hatte ich die Frage gestellt, wie das mit den Tieren ist, weil unsere Klasse ja eigentlich Tiere zähmen kann und... Alter, meine Stimme. Unsere Klasse kann ja eigentlich Tiere zähmen und ich habe aber noch keine gefunden. Das hat mich langsam ein bisschen... warum ist das hier so rot? Hat mich langsam ein bisschen stutzig... Ah, ist ein Skalennest. Hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Und Kay hatte mir jetzt geschrieben, ja, man kann die Tiere, die man... die Tiere, die ich zähmen kann, die werden in grün angezeigt und es steht Jung und dann halt das, der Name des Tieres davor. Also wir können nur junge, quasi kleine süße Welpen können wir nur zähmen. Und da ich aber die NPC-Namen aushabe, sehe ich die ganze Zeit nicht. Also sollten wir die NPC-Namen mal anschalten, das wäre vielleicht hilfreich. Das mache ich dann auch noch nach dieser Aufnahmerunde. Was war noch? Ach ja, richtig geil. Ich hatte mich ja auch dann noch über das Anvisieren, ne, das Automatik-Anvisieren. Ich caste eine Attacke und dann visiert ja sie irgendwie random alle möglichen Gegner an. Mal sind das nicht die, die direkt vor mir stehen und so weiter. Auch das kann man ein bisschen konfigurieren. Das heißt, auch das schaue ich mir mal an, ob ich das ein bisschen eher so einstellen kann, dass das für mich passt, ne? Ich habe hier noch ein paar Wassertestkits, brauchst du zwar an sich nicht mehr, weil Herzchenaufgabe ist abgeschlossen, aber was sollen wir die Dinger mit uns rumschleppen, ne? Bringt ja auch nichts. So, dann lesen wir mal. Das Wasseraufbereitungswerk ist ein großes, wichtiges Unternehmen. Ihr wart genau in dem Moment zur Stelle, als wir euch brauchten und habt uns damit einen wertvollen Dienst geleistet. Wir können euch gar nicht genug danken. Stout Finsternis, danke dir. Her damit. Da sind wir einem Level aufgestiegen und dürfen uns eine Belohnung aussuchen. Gesellenwartungsöl verbessert 30 Minuten die Konzentration. Gesellenabstimmungskristall erhalten einen Zustandsschaden oder Kraft. Tja, keine Ahnung, nehme ich das da. Und es gibt eine Farbe. Die können wir auch mal direkt identifizieren. Dann können wir sowieso mal generell alle Materialien einlagern. Und dann geht es auch schon wieder. Hier, guck mal. Das ist sogar besser als das, was wir da aktuell haben. Ja, dann direkt mal ausrüsten. Ja, gerne doch. Auch da. Auch besser. Da können wir ruhig mal ein bisschen was machen. Wo
Kurzbogen. Ich bin momentan ja mit dem langen Bogen unterwegs. An sich gehe ich aber, also normalerweise bin ich ja eher der Kurzbogen-Typ. Deswegen würde ich jetzt sogar mal auf den Kurzbogen gehen. Erstmal. Den anderen heben wir aber mal noch auf. Den geben wir nicht weg. Vor allen Dingen, weil der auch geil aussieht, der Recherlangbogen. Ne? Also. Zack. Materialien bitte wieder weg. Gut. Was können wir wieder verwerten? Das. Den nicht. Da habe ich Schiss. Das verwerten wir wieder. Das und das können wir wieder verwerten. Sowie der ramponierte Balk. Wie sieht's hier aus? Da ist das derzeitig ausgerüstete besser. Kann das weg? Und hier? Jo, ebenfalls. Okay. Dann, was ist das? Achso, das ist das. Ich dachte, hä? Das schimmert da so durch. Ich dachte, wieso? Was macht das denn da drin? Okay, ist in Ordnung. Läuft bei mir. Alles ist gut. Dann haben wir noch Glück. Essenz des Glücks. Alles reinatmen. Glück kann man immer gebrauchen. Habe ich noch was zu essen eigentlich am Start? Nee, ne? Essen ist aufgebraucht. Okay, da ist noch eine Farbe. Gut, Leute, dann haben wir das erledigt. Dann würde ich sogar vorschlagen, lass uns mal die nächste Main Quest starten. Main Quest, wo müssen wir denn hin? Kay hat mir auch noch gesagt, wo ich den, ich hatte ja hier in dem Bereich noch den Teleporter gesucht, in dem ersten Bereich hier. Kay hatte mir noch gesagt, wo wir den finden. Das können wir auch noch angehen, aber ich würde tatsächlich jetzt erstmal vorschlagen, lass mal zur nächsten Main Quest gehen. Dafür müssen wir einmal zurück zur Citadel. Da können wir eben, glaube ich, hinreiten, oder? Wie weit sind wir weg? Ja, komm. Eben aufs Mount und los geht's. Dann geht die Sache wieder. Die paar Meter können wir ruhig reiten, würde ich sagen, ne? Leute, das gibt's doch jetzt nicht, dass meine Stimme wieder mal... Ich hab das die ganze Zeit gegen das. Jetzt fange ich hier an. Nö, 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 Fuchs, lass das mal eben. Komm. Stunde musst du jetzt durchhalten, Fuchs. Die Stunde musst du jetzt. Unglaublich. Ich will doch nur Guild Wars spielen. Wo ist denn hier das Problem? Vor allen Dingen ist das so ärgerlich, wenn du gerade Bock hast, ne? Und dann geht's nicht. Was soll denn das? Was soll denn das? Ach ja, Leute. Haltet euch... holt euch neue Befehle von Ridlock in seiner Dienststube im obersten Stockwerk des Imperatorkerns ab. Machen wir mal einen kleinen, entspannten Ritter eben hin, ne? Wir haben es ja nicht super eilig. Es ist auch mal Tag. Es ist erstaunlich. Ich zocke und es ist Tag. Was ist da los? Übrigens, ich hatte ja letztes Mal noch angekündigt, dass ein dickes Add-on... ein dicker Patch ansteht. Der ist inzwischen draußen. Ich habe keine Ahnung, was er macht, aber Kay meinte irgendwie, da ist ein neues, fleischiges Gebiet hinzugekommen. WTF, also ich bin mal gespannt, wann wir das erleben werden. Es wird noch eine Weile dauern. Aber auch wir werden das fleischige Gebiet sehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, aber jetzt erstmal zurück in die Citadel. Und eben den guten Ridlock besuchen. Da sind auch kleine Wichtigkeiten. Also ich habe ja gesagt, ich leiste Buße bei ihm auf seiner Couch, ne, wenn er möchte. Ah, fand Kay nicht ganz so gut. Ne? Jetzt, wir sind so ein bisschen im Streit schon, was das angeht. Wer jetzt hier Ridlock als Sugar Daddy bekommt. Schauen wir mal. Ja. Dann, oh, ganz wichtig, was ich gerade noch sehe. Ich hatte ja nach Add-ons gefragt. Und erstaunlicherweise, normalerweise, wenn man zum Beispiel World of Warcraft nach Add-ons fragt, dann geht's richtig rund. Ne? Dann drehen die Leute komplett durch. Mir ist dann aufgefallen, dass hier Add-on-mäßig gar nicht so viel zurückkam. Das liegt wohl daran, dass zum einen es nicht offiziell erlaubt ist. Also, es wird wohl geduldet, sofern man keine, in Anführungszeichen, Cheater-Add-ons benutzt. Und das Einzige, wofür ich ein Add-on genutzt hätte, wäre ja tatsächlich die Markierung. Also das manuelle Setzen von Markierungen auf der Karte gewesen. Das scheint aber generell zu gehen. Und das probieren wir jetzt gerade mal. Kay meinte, Markierungen kann man setzen, musste mal in den Einstellungen schauen. Bei mir geht das mit Alt und linke Maustaste. Und das probieren wir jetzt mal. Ja, funktioniert wunderbar. Persönliche Wegmarke. Easy. Und dann sieht man die. Wenn ich die jetzt dann halt noch als Ziel markieren kann, geht das auch, dass ich sagen kann, ich möchte da unbedingt jetzt hin? Nö. Ich bräuchte natürlich dann so eine Wegfindung dahin. Und wie kriege ich die wieder weg? Ah, okay. Aber das ist natürlich hilfreich. Wahrscheinlich könnte man dann beim Kompass noch sagen, priorisiere deine eigene persönliche Markierung. Und dann wäre das eigentlich genau das, was ich haben hätte wollen. Und dann passt es ja. Ne? So, Leute, jetzt einmal nach oben. Gehen wir mal in Richtung Ridlock. Ein Charm muss essen. So ist das, ne? Fleisch muss rein. Fleisch ist Fleisch, Leute.
Unglaublich. So, Ridlock, ich bin's wieder. Ich brauche neue Befehle. Seine Dienststube war doch gleich hier, ne? Ne, wir müssen noch einmal eine Ebene höher. Und dann kommt die gleich. Ihr dürft auf jeden Fall dann auch sagen, wenn es soweit ist, dass ich mal vielleicht ein bisschen mehr schnell reisen soll. Wir haben inzwischen ein Gold. Also ganz ehrlich, ich glaube, wir können mit dem Schnellreisen mal langsam beginnen. Muss man nicht immer so mega sparsam sein, der Fuchs. Ich will ja kein Geld ausgeben, ne? Das ist so, ich denke mir mal, nö, das können wir ja auch anderweitig gebrauchen, ne? So, dann rein da. Friedhof-Ornamente. Schauen wir mal. Ridlock, ich bin's wieder. Moin. Steht bequem, Centurio, und hört gut zu. Jo. Wir haben ein ernstes Problem und ihr seid bereits darin verwickelt. Die Orden von Tyria sind wegen einem eurer Soldaten zu mir gekommen. Wegen Jaul, dem Dreisten. Jaul ist tot. Er starb im Kampf gegen Herzog Baradin. Ich habe sein Grab gesehen. Ja, und bevor er starb, kaufte Jaul offenbar ein gefährliches magisches Amulett von der Nekromantin Rissa. Wo immer dieses Amulett hingeht, folgen ihm die Untoten. Rissa hat sie in der ganzen Region verteilt. Die Orden möchten Jauls Amulett gerne untersuchen, um zu sehen, womit sie es zu tun haben. Die Hochlegion wiederum wollen eine gute Beziehung zu den Orden. Also werdet ihr ihnen bei der Untersuchung helfen. Ihr trefft euch an Jauls Grab mit Vertretern der Wachsamen, des Ordens der Gerüchte und der Abtei. Sprecht mit allen drei Orden, aber konzentriert euch dann auf den, der am ehesten greifbare Ergebnisse liefern kann. Verstanden? Ja. Jaul war einer meiner Leute. Ich werde tun, was nötig ist, um diese Sache aufzuklären. So machen wir das. Okay. Also, helft den Orden von Tyria bei der Untersuchung von Jauls Grab. Reist zu Jauls Grabstätte. Bucken wir so. Dann erstmal raus hier. Gräbererkunden ist doch immer eine schöne Sache, ne? Da geht auch in der Regel nichts schief. Da kommen keine Untoten, die wieder rauskommen oder so. In der Regel immer tutti frutti, ne? Gar kein Stress. So, wo müssen wir denn hin? Jetzt können wir ja ruhig mal schnell reisen. Also, wo ist denn Jauls Stätte? Ich sehe... Ach, da vorne. Okay, wir müssen einfach geradeaus. So, dann gehen wir erstmal. So. Was war da gerade? Instanz betreten? Hä? Nö. Kampf gestern Abend gesehen? Nö, noch nicht. Aber guckt euch hier Kämpfe an oder sowas. Ich bin ja nicht so der Box-Fan und so, ne? Hast den Kampf gestern Abend gesehen? Die haben hier so eine Kampfarena. Wir sind da ja schon mal lang gelaufen. Und da werden sich dann schön die Kämpfe gegönnt, ne? Was isst man da wohl dann dazu? Da wird es ja wahrscheinlich kein Popcorn oder sowas geben. Die ziehen sich bestimmt einfach ein paar Chicken Wings oder sowas rein. Ich wohl eine Abkürzung hier durchnehmen kann. Mal gucken. Hui. Ja, klar. Oh, süß. Das war ein bisschen niedlich. So, ja, dann ich habe noch einen Hinweis bekommen von Kay, der super nützlich ist. Und zwar... Ihr seht hier unter den Skills manchmal diese rote Leiste. Und wenn die rote Leiste unter einem Skill ist, dann bedeutet das, wir sind außerhalb, also das Ziel befindet sich außerhalb der Reichweite des Skills und wir müssen manuell angreifen bzw. manuell zielen. Und deswegen klappt das manchmal nicht, dass er danach automatisch weiterschießt, sondern ich muss immer den Skill-Knopf drücken. Und das können wir an dieser roten Leiste erkennen. Wenn die rote Leiste nicht darunter ist, dann befinden wir uns im Radius des Skills und dann greift sie auch automatisch weiter an. Wieder eine Frage, die geklärt worden ist. Danke an dieser Stelle. Also wirklich, das muss ich einfach nur sagen. So, wo müssen wir denn hin? Ja, einfach, das ist ja nicht mehr so weit. Da können wir hinlatschen. Das ist ja kein Thema. Okay. Let's go. Get your things and go. Starten wir mal den nächsten Quest. Diese Idioten. Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss jetzt eben erstmal die nächste Quest machen, wirklich, sonst kommen wir nicht voran. Das ist so. Weißer, ich brauche einen Geistesblitz. Njau, schön in die Kurve legen hier. Njau. So, dann gucken wir doch mal. Alles gut, mein Kleiner. Friedhofsornamente, okay. Das ist ja ekelhaft. Moin! Es geht nicht nur um eine Nekromantin. Es geht auch um Drachen und Untote. Ihr glaubt also immer noch, diese Nekromantin war eine Agentin der Altdrachen? Saitans Agentin, ja. Es ist die Aufgabe des Ordens der Gerüchte, so etwas zu wissen. Die Abtei stimmt zu. Wir wissen nicht viel über Rissa, außer dass sie verdorben wurde.
dann ist es wichtiger, sie zu finden und zu töten, als auf Friedhöfen rumzubuddeln. Unsere Orden sind sich nie einig. Darum schickte uns Brimstone ja den Centurio. Hier bin ich auch schon, moin. Willkommen, Centurio. Schön, dass ihr da seid. Ich bin ja Hala Schreibpfote von der Abtei Durmand. Meine Kollegen hier können für sich selbst sprechen. Ich bin Garn Turmbrecher von den Wachsamen. Schön, noch einen militärisch ausgebildeten Verstand dabei zu haben. Ich bin Korukan, bearbeitender Schmied vom Orden der Gerüchte. Wir haben uns auf Untergrundtätigkeiten spezialisiert. Information, Infiltration und Attentate. Ich bin sicher, Tribun Brimstone hat euch eingewiesen. Aber trotzdem die Kurzfassung. Alle drei Orden sind entschlossen, die Altdrachen aufzuhalten. Euer totes Truppmitglied könnte darin verwickelt sein. Ich verstehe, worum es bei dem Auftrag geht. Jauls Grab ist gleich hier. Worauf warten wir also? Seht ihr? So denkt ein Militär. Das Problem identifizieren und es gleich angehen. Kein Rumgeeiere, kein zu Tode quasseln. Auf euch haben wir gewartet, Centurio. Es gibt eine Komplikation. Genauer gesagt eine Horde untoter Raupen zwischen uns und dem Ziel. Und da der Tote zu eurem Trupp gehörte, wollten wir auf euch warten, bevor wir ihn ausgraben. Aber wenn ihr jetzt da seid, auf zum Raupenquetschen. Los geht's, quetschen wir ein paar Raupen, ne? Alles klar, beseitigt die untoten Raupen. Habt ihr Bock, Leute? Lass mal ein paar Raupen zerquetschen. Oh, das sind aber viele. Untote Raupen? Wahrscheinlich haben die halt die Leiche gefressen. Oh, ja, stimmt ja, ich habe jetzt hier einen Kurzbogen. Guck's denk dran, Kurzbogen. Da unten habt ihr es gesehen, ne? Zack, und dann ging jetzt der Balken weg. Oh, neue Fähigkeit. Ja, stimmt, der Kurzbogen hat natürlich auch andere Fähigkeiten. Gleich drauf auf, muss ich mal gucken, was das jetzt ist. Muss mal schauen. Eine Giftsalbe. Was haben wir hier? Verkrüppelnder Schuss, dann kommen die nicht so schnell näher. Das ist vor allen Dingen natürlich jetzt bei kurzer Reichweite wichtig. Und was macht 5? Erschütterungsschuss. Einen Fall benommen. Ich muss gestehen, Langbogen holt mich mehr ab. Ich glaube, ich muss wechseln. Das geht, glaube ich, während des Kampfs nicht, oder? Ich glaube, Die Wut steigt. Die Wut steigt. Ich glaube, ich wechsle gleich wieder auf meinen Langbogen. Ich erinnere mich wieder. Kurzbogen holt mich vom Skillset, also zumindest jetzt aktuell noch nicht so ab. Und er sucht das Grab. Untote Raupen erledigt habt, kommt hier eure große Chance. Hab ich das schon gemacht? Die Raupen sind alle tot, jetzt wird das Grab untersucht. Oh. Ich finde so Grabsteinung ist immer so eine Sache, aber nützt ja jetzt nichts, ne? Deswegen auf geht's, da wollen wir da mal drin rumwühlen. Auf geht's, untersuchen. Ihr müsst jetzt Centurio. Nein, Mann, ich will das Grab angucken. Nicht sprechen, untersuchen, danke. Meine Güte. Kein Amulett. Nicht mal eine Leiche. Entweder hat jemand euren Freund ausgebuddelt oder hat das selbst erledigt. Wenn Garn hier etwas mehr Humor hätte, würde ich unser Projekt damit als totgeborenes Kind bezeichnen. Geht auf eurem Amboss rum, Hämmern Schmied. Hier reden die Erwachsenen. Unser Ziel hat sich nicht geändert. Wir müssen immer noch eines dieser Amulette in die Finger bekommen. Ich fürchte, das muss ich euch beiden überlassen. Ohne das Amulett in Händen muss ich mich mit meinen Kollegen beraten, bevor sich die Abtei auf eine angemessene Reaktion festlegt. Wir haben die Aufzeichnungen der Nekromanten. Wir wissen von mindestens 2 von Rissas Schmuckstücken, wo sie sich befinden. Ich würde sagen, wir fangen mit Drugas Heimstatt an. Ich und die anderen Schmiede treiben da oft Handel. Wir haben dort wertvolle Kontakte und können es uns nicht leisten, sie zu verlieren. Was ihr und eure Kumpane wollt, könnt ihr verkokeln. Die Leute von der Schneewee-Freistadt wurden angegriffen und brauchen unseren Schutz. Ihr könnt nicht jeden retten. Da unser neues Goldstück hier nicht an 2 Orten gleichzeitig sein kann, wen werdet ihr beschützen, Centurio? Oh, wir müssen wieder Entscheidungen treffen. Oh, immer wieder schwierig, okay.
Entscheidet, wie ihr weiter vorgeht. Das machen wir aber erst im nächsten Part, denn jetzt, meine Lieben, machen wir erstmal einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback sehr, sehr gern unter dem Video posten und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.